Game over, man! Dieses Video entstand kurz vor dem Release von The Division. Als Filmelfs Allmachtsfantasien kurz davor waren zu explodieren. Dies soll eine Simulation darstellen, wie Nürnberg kollabiert. Ich bin krank, ich habe mich mit einer unbekannten Krankheit infiziert und bin auf der Suche nach Heilung. Um mich herum kollabiert die gesamte Region. Ziel ist es, herauszufinden, wie schnell kann es gehen, dass alles den Bach runtergeht. Ich suche mir das nächstbeste Krankenhaus aus. Das wäre in meinem Fall Klinikum Nord. Auf dem Weg dorthin infiziere ich 19 Menschen. Die harten Fakten: Durchschnittlich stehen 1000 Einwohnern nur 30 Krankenhausbetten zur Verfügung. In Krisenzeiten ist die Chance auf einen Krankenhausplatz verschwindend gering. An diesem Tag infizieren sich mehrere Menschen, mehrere Hunderte, Tausende. Fünfter Tag. Die Infektion breitet sich schnell aus und die Krankenhäuser sind überfüllt. Du wirst mit deinem Rezept für eine Grippeimpfung entlassen und begibst dich zur... Nun, wo gehe ich hin? Was kenne ich? Das Einzige, was mir übrig bleibt, ist die Parkside-Apotheke, denn dort weiß ich, wo sie ist. Ist ein bisschen weiter weg. Bei 35.987 Infizierten in dieser Gegend sind alle Medikamente vergriffen, bevor du in der Parkside-Apotheke ankommst. Gelitten. Die harten Fakten: Pro Jahr können wir nur 2,4 Milliarden Dosen Grippeimpfstoff herstellen. Experten gehen davon aus, dass ein solches Virus, verdammt, ich kann nicht hinterherlesen. Wo könnte ich denn, na, Ausgrabestelle, Theater Pfütze, ich weiß, dass es in der Nähe von mir ist. Ich hoffe, nicht allzu viele Zuschauer werden mich jetzt stalken. Tausende verängstigte Bürger drängen sich um die Ausgabestelle. Verdammt. Ich wusste gar nicht, dass dort in der Nähe so viele Menschen sind. Ja, ein Fakten. Der durchschnittliche Haushalt hat maximal Nahrungsmittelvorräte für 3 Tage. Vorräte anzulegen, wo könnte ich denn hingehen? Ich würde sagen, ja, Norma. Ich weiß gar nicht, was das ist. Norma und Rodi. Ist bei mir auch ziemlich um die Ecke. Da sollten nicht so viele Menschen sein. Wer geht schon gerne in einer Norma einkaufen? Also ich nicht. Es kommt zu Plünderungen. Nahrungsmittel werden am häufigsten gestohlen. Norma und Rodi wird leergeräumt, während die Polizei versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Aufstände brechen aus. So schnell kann es gehen. Tag 9. Die Stadt ist nicht mehr sicher. Du musst fliehen. Du beschließt einen Flug von Nürnberg nach... Ja, wo fliegen wir denn hin, wenn das nicht eine schlechte Idee ist? Nun, ich möchte nicht allzu weit weg. Wie wäre es mit den Düsseldorf International? Ab nach Düsseldorf. Ist gar nicht so weit weg. Ich bin immer noch in Deutschland. Ich möchte nicht ins Ausland. Nein. Da kenne ich doch die Sprache nicht. Und mein Englisch wird dafür nicht ausreichen. Von hier aus sehen wir schon, verbreitet sich das Virus über die ganze Welt. Ich drehe die Welt, ich sehe infizierte Menschen überall. Tag 11. Flüge beschleunigen die Verbreitung der Krankheit und viele Länder schließen ihre Grenzen. Ach, was du nicht sagst. Die harten Fakten: 2013 standen weltweit 27.206.623 Menschen in Diensten des Militärs. Ja, verflucht noch eins. Die Lage ist außer Kontrolle, die Sicherheitskräfte sind völlig überfordert, Soldaten verlassen ihre Posten. Das sind dann aber keine guten Soldaten, liebe Freunde. Aus Angst, getötet zu werden, bleiben die Menschen zu Hause. Die Kommunikationsnetze, ja, verflucht noch eins, ich komme gar nicht mit den Lesen hinterher, ich bin zu schnell für sowas. Aber ihr seht, die Welt geht den Bach runter, überall herrscht Chaos. Die Arbeits- und Ausfälle übersteigen inzwischen 50%, die ersten Kernkraftwerke stellen den Betrieb ein. Ihr wisst, was dann passieren kann, wenn keine Kernkraftwerke mehr da sind. Und Ausfall. Ein totaler Blackout. Nirgends ist mehr Strom.
Nichts wird mehr gemacht. Die Welt liegt im Dunkeln. Die Welt versinkt in Dunkelheit. So schnell kann das gehen. Innerhalb von 24 Tagen. Ohne Strom und Kommunikationssysteme ist die Befehlskette unterbrochen. Die Regierungen sind machtlos. Und hier sieht man schon, wo überall die Gesellschaft zusammenbricht, in jeder großen Stadt. Tja, der totale Kollaps. Ausgangsort Nürnberg. Tja. Ich finde, es war ein nettes kleines Gimmick zum Start von The Division. Ist schon ein bisschen länger her, wenn ihr dieses Video seht. Natürlich werde ich euch zeigen, wie es weitergeht. Friday können Sie ausschlafen, aus der ganzen Union strömen an diesem Tag. Händler nennen diesen Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen. Über 9000 Geschäfte in der Wechseln ab Freitag waren für viele Millionen Dollar Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits begonnen. Scheint es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache, die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber soll ich. Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten. Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Und der Nationalgarde, die sich bei keine einem Züge, die Brücken sind gesperrt. Hier die ist Pocken Kriegsgebiet. Sind eine echte mehr Gefahr. Mehr Tote als durch AIDS. Dass es nicht genügend Impfstoff da gibt, um alle. Steht keinen Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massenbrand. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Bränden. Die Regierung scheint Kalabrismus. Eine weitere Nacht im Zeichen von Plünderung. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und mehrheit unserer Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Elite-Agenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Um ein paar Worte zu verlieren, ich wollte dieses kleine nette Review eigentlich ernsthaft aufbauen, wie ihr das vielleicht in dem kleinen Intro mit den Kollaps gesehen habt, aber mir ist dabei aufgefallen, ich kann dabei nicht so ernst bleiben, denn ich bin zum Spaß hier und möchte nicht alles in aller Todernsthaftigkeit durchziehen. Deshalb, während dieses kleine nette Story-Intro hier noch läuft, verliere ich mal ein paar Worte dazu, wie es eigentlich weiterlief. Ich habe ein bisschen angespielt und wollte es wirklich ernst durchziehen und mich richtig schön in diese Welt hineinversetzen lassen. Aber das konnte ich nicht. Deshalb habe ich in Verbindung mit dem zweiten großen Pixel-Legions-Treffen habe ich mir überlegt, scheiße, ich zeige euch doch einfach nur mal das Gameplay-Material, wie es denn aussieht, während man zockt im Team und ja, wie viel Spaß The Division eigentlich machen kann, trotz diesem bösartigen Hintergrund, dass die Welt kollabiert. Und ich würde sagen, mit diesen Worten springe ich doch jetzt einfach mal
zu den Aufnahmen, die unser werter Vloxist aus Wien extra gemacht hat. Und viel Spaß! Der Film 11 zockt jetzt halb besoffen. Halt die Fresse! Lass mich das, ich hab nen Gag. Na bitte erklären Sie Ihren Gag. Auf welches Spiel von Ubisoft freuen sich die meisten Putzfrauen dieser Welt am meisten? Oh Gott. Die wischen. Oh Gott. Die wischen, Leute! Also ehrlich. Das ist so ein typischer besoffen. Das hat Post hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht, das Ding. Hier müssen wir nochmal eins. Weil im Gegensatz zu Hatred hat das sogar eine Story. Guck, Hatred habe ich nicht gespielt. Hatred ist ein Haufen Scheiße. Das sind drei Leute, die ich jetzt schon gesehen habe. Weißt du, was das Problem an Hatred ist? Links ist auch einer drin, da die zwei. Ja. So, zack. Und ich schmeiß meine kleine Granate dahin. Hallo. Hier im Weg zu. Hatred macht einfach keinen Spaß. Das ist das Problem. Granate! Ja, das liegt einfach nur daran, so wie es halt immer ist, Film 11 hat ein bisschen was getrunken und das ist halt nicht mehr so cool wie vorher. Komm, wir machen ein Let's Play, dieses Mal aber ohne Alkohol. Das hat nie funktioniert. Wenn ihr dieses Video, wenn ihr dieses Video seht, dann wird wahrscheinlich auch gleichzeitig irgendwann ein Livestream hochgeladen und zwar von irgendwas. Nein, kein Livestream, sondern ein Review. Aber es sieht gut aus. Ist schon eine Arbeit. Ein Review, ist eine Arbeit, ne? Sehr gut. Passt schon. Wenn du so wenig unternehmen kannst. Also wenn es so fast leer ist, die Stadt, weißt du? Dass gar nichts los ist. Was? Bitte, erklären Sie sich. Oder? Also ich finde die Stadt leer. Dass gar nichts los ist in der Stadt. Das ist eine Apokalypse. Ja, aber wenigstens so Autos looten oder irgend sowas. Viele, viele normale Menschen auch unterwegs. Oh, kann man die umbringen? Ich habe nichts gemacht. Das ist die erste Frage. Kann man die umbringen? Nein. Warum nicht? Aber als Hunde, gute Menschen aber sind. Hunde. Du bist auf der Seite der Guten. So, ja, aber so seltsam es klingt. Das ist schon ein Problem. Warum gibt es da kein gut-böses System? Ins Knie geschossen. Schieß! Du musst erstmal nachladen, Mann! Lade nach! Genau, eine Geheimnisse. Lade nach! Setze Claymore! Ja, genau! Platziere Claymore! Das war herrlich. Wie hoch ist dieses Gebäude? Hoch genug, um hochzulaufen. Das ist nicht so wie in Sorbistan, dass jedes Gebäude nur einen Stock hat. Ja, aber es ist halt alles so weit gestreckt, weißt du? Du musst halt latschen, drei Gegner schießen, latschen. Das war bei Far Cry 2 auch nicht anders. Okay, bei Far Cry 2 war das nicht anders, nur dann ist die Waffe auch noch kaputt geworden. Ja, scheint zumindest nicht zu sein. Okay. Es wäre halt cool, weißt du, jetzt findest du Goldschatz, wie sie irgendwas bluten halt. Wir sind ja nicht bei Skyrim. Ja, so. Oh, wo ist mein Heiltrank? Aber wir können bestätigen, bei Skyrim, egal in welches Haus, egal in welche Höhle du reingehst, du findest immer irgendwas. Ja, das stimmt. Selbst wenn es nur ein leerer Teller ist. Ich war sicher, dass ich so enden würde wie die anderen. Alter, pussy da nicht so rum. HP. Okay, und jetzt? Achso, die anderen Geister sind so. Weiter so. Ja, auf den Mann zu foltern. Kann man hier so Türen dann noch aufmachen? Nicht alle. Du hast ja nichts, nichts. Was hat er gesagt? Was passiert nichts? Was soll denn? Ich muss den Fernseher doch ein bisschen lauter machen, sonst versteht man meinen Bruder nicht. Okay. Man kann Katzen erschießen, Hunde. Nein! Nein! Doch keine Hunde! Katzen, Menschen, Vögel. Doch keine Hunde! Hey, wenn ein Mensch stirbt, ist mir das scheißegal, aber wenn ein Hund stirbt, dann weine ich. Ja. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Oh, was für ein Ding? Ich würde es nicht tun. Ein Echo! Das ist ein Echo. Ein Echo? Das ist sowas wie. Also da wird dann quasi angezeigt, was ist hier passiert. Und das ist eigentlich verdammt geil gemacht, aber wenn du das alles verfolgst. Hat das Ding eigentlich eine Story? Ja, natürlich. Das spielen wir auch gerade. Also, du musst Schritt für Schritt versuchen, da herauszufinden, was ist da eigentlich genau passiert mit dieser ganzen Epidemie. Das interessiert mich ja nicht, ich muss da nur überleben. Hast du die Möglichkeit, das zu steuern? Entscheidungen zu treffen? Entscheidungen? Nein. Ach,
Also bei weil du bist nicht in der Situation, das zu entscheiden. Du bist ja eigentlich wirklich nur einfach einer von... Du bist ein Nichts. Ja, ja, und du bist ein Agent von der Division, ja, aber, und du spielst keine große Rolle. Du klärst es eigentlich nur auf. Entscheidung zu treffen bei solchen Spielen ist ja echt irgendwie schwer. Ja, aber bei, zum Beispiel bei Spec Ops The Line ist es gegangen. Welches Spiel? Keine Ahnung. Ah, das erinnert mich gerade an Batman. Da hast du da auch immer diese Detektivmodus, wo du verschiedene Dinger aufklären musst. Das sieht genauso aus. Mhm, also kannst du ja auch so vor- und zurückspulen. Halt die Klappe, film da. Ich fand bei Batman auch geil, wo du konntest ja, also zumindest in dem, was ich gespielt habe, hast du immer so eine Sequenz gesehen, wo, wenn der Typ mega Angst hatte, dass er dich als Monster gesehen hat. Oh ja, ja, genau. Jetzt genau. Geht ihr in den Aufzug und er drückt den Knopf. Ja. Oh, das ist richtig geil. Ja, die Aufnahme ist super. Er fährt nach oben oder nach unten. Bildschirm. Es ist ein Aufzug, das heißt nach Adam Riese geht er rauf. Sie müssen da aufräumen. Und jetzt haben wir gerade gehört, die professionelle deutsche Synchronisation. Die ist eigentlich ziemlich gut. Ich denke mal, im Englischen ist es um einiges besser, wenn man so Telefonate oder sowas mitbekommt. So spazieren, so. Ja, das sind ja Leute, lass doch mal. Aber kommt mir das bloß vor, oder sieht das ein bisschen verwaschen aus? Ja, das sieht verwaschen aus. Ein bisschen. Das ist nicht so quackscharf. Es sieht schick aus, das muss man sagen, aber es... Es geht in 4K. Es könnte schicker sein, finde ich. Dass du auf den Kopf schießt und der überlebt das. Das finde ich ein bisschen schade. Ah, komm, halt's Maul, du hast Destiny gespielt. Wie oft geht ein Headshot daneben? Außerdem, man kann einen Kopfschuss überleben. Ja, die Chance ist zwar gering, aber es geht. Aus dem richtigen Winkel, aber ich glaube, Du kannst danach dann nicht mehr zurückschießen, aber es geht. Was? Du kannst danach sicher nicht mehr zurückschießen. Ja. Musst du Medipacks nehmen oder heißt du Italiener? Ich hab Medipacks. Bitte, also, ihr schießt einer auf dich. Kein Auto-Heal, das ist geil. Heilen im Auto? Was für ein der hält schon was aus, ne? Also der ist fit. Ja, also die mit Lila, die schwer gepanzerten, die halten einiges aus. Solange sie gepanzert sind. Aber am schlimmsten sind immer noch die Goldenen, also die Elite-Einheiten. Die Elite? Ja. Apropos, der Elite-Controller ist wieder verfügbar. Also eine Information für alle, die sich den Elite-Controller kaufen möchten. Ja. Bitte, jetzt könnt ihr ihn wieder kaufen. Momentan wieder erhältlich bei GameStop. Hab ich's gesagt? Nein, hab ich nicht. GameStop. Scheiße, Mann. Gay. Regie, könnt ihr das mal einspielen? Gay! Können wir das mal kurz einblenden? Genau. Also, was mit Frauen? Du schießt auf Frauen? Natürlich. Natürlich. Das ist Grundvoraussetzung, weshalb ich einen Shooter spiele. Aber auf eine Frau zu schießen, ist, als würde man sie vergewaltigen. Das ist doch geil. Auf eine Frau zu schießen, ist, als würde man sie vergewaltigen. Das schon viel zu, ja? Ich habe es gerade gesagt. Liebe Zuschauer, denkt mal drüber nach. Meine Zuschauer sollen nicht denken, die sollen konsumieren. Liegt das auf dem Boden? Also, werte Zuschauer, wir müssen jetzt eines klarstellen, Gewalt gegen Frauen ist nicht gut. Gewalt gegen alle anderen ist super, aber Gewalt gegen Frauen geht gar nicht. Natürlich, man muss überlegen, was geht. Dann hast du noch nie richtig gefickt, mein Junge. Im Gegensatz zu dir leben meine Frauen alle noch. Alle, die ich in meinem Keller habe. Ey, meine sind noch warm und zappeln, ja? Das ist okay. Hey, nur weil ich ein paar Kinder in meinem Keller eingesperrt habe, heißt das nicht, dass sie nicht mehr leben. Oh, das ist böse. Der Ösi. Perfekt. Hey, ich stehe wenigstens dazu. Oh, da war ein Ausrufezeichen, das ist ein Gegner. Wo sind die Gegner? Außerdem, im Gegensatz zum Film 11, ich habe noch nie irgendwelche Totgeburten gevögelt. Wow. Irgendeine Stellungnahme dazu? Links, ne? Also so. Also die paar. Wow, fuck. Bro, hörst du mir? Oder nicht? Ich bin betrunken, ich weiß. Betrunkenen hilft man nicht so gern.
Weil es immer sich selber schuld. Der Linke ist immer noch. Ja, und weil es halt saulustig ist, den du zu sehen. Ein Goldener, oder? Ist das ein Goldener? Ja, das ist ein Goldener. Bleib einfach mal stehen. Ja. Bleib einfach mal stehen. Philipp, ja, es ist, er ist schon wieder tot. Nein, das ist so, nein, das ist hallo, das ist doch eine Elite-Einheit. Das ist nur, das ist fuck! Das ist eine Elite-Einheit. Hör auf, herumzupusten. Die Wägen! Okay, das ist jetzt schon... Bist du an der Stelle wiederbelebt? Sein nee. Bruder ist auch tot, deswegen. Also ich werde, glaube ich, glaub ich am nächsten Safe Point. Achso. Komm ich dann wieder. Geben die so. Extra viel EP oder ja. Loot oder irgendwas? Ja. Wer hat da kein Krischnack? Kann jeder Gegner Loot geben? Ja. Also, möchtest du jemanden grüßen? Meine Mutti. Ja, meine Katzen. Und vielleicht jemanden aus der Legion? Nö. Nicht? Warum? Okay. Wer ist die Legion? Wer ist das? Na, okay. Wer hat der Film elf? Möchtest du jemanden? Wow, what the fuck? Scheiße, ich hab meine Hose angefackelt, ey. Ihr konntet gerade live miterleben, wie sich Film elf seine Eier verbrannt hat. Der ist super abkackt. Halt dein Maul, ich kack einen Scheißdreck ab, du. Du Fickschnitzel, Mann. Film elf. Bro, wo bist du? Do a barrel roll! Do a barrel roll! Bam! Bam, Alter! Alter, wo ist die Fotze? Do a barrel roll! Do a barrel roll! Da ist Martin! Martin, links hinter dir! Nein! Martin! Hier bin ich! Ja, wirklich! Gegner! Ja! Ja, guck mal, ich bin Zucker! Ich bin für dich! Kanate! Hä? Nappa, los, falls du das sehen solltest, der Filmelf kann nicht nur Left 4 Dead nicht. Nappa, das hat nichts zu sagen. Nappa, das findet deine Wische scheiße. Forder ihn mal. Ja, und deswegen muss es auch nicht können. Ja, den fordere ich jetzt auch hier mit raus. Machst du nicht für was, aber. Du machst mit! Willst du das wirklich nochmal riskieren? Ja. Diese Blamage. Ich würde alles riskieren und den Schieß! Der hat mich das letzte Mal 3 Stunden vor sich hin vergewaltigt. Ja. Jawohl, du Fotze! Schieß! Und dadurch kriegt wahrscheinlich wieder den Letzten. Also, wir haben es gerade live und in Farbe. Der Filmelf hat eine neue Herausforderung an den Nappalus rausgegeben. Ich weiß noch nicht mit was, aber ich glaube, Korklänge in Metern schaffe ich. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Gott ist tot. Oder so. Okay, was haben wir geschafft? Kaiser, das Alter. Ist was. Alter, ich habe mir echt fast ein Loch in meine scheiß Hose gebrannt jetzt. Tja. Bro, wir müssen in den Aufzug. Wir müssen nach oben. Unten. Ja. Auf dem Dach? Nach oben. In den Keller. Oh, Fip. Da, 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 da. Zwischendrin so. Oh, ich hab geschwatzt. Wäre der Film 11, was die Zuschauer sicher interessieren würde, weil die technische Seite haben sie jetzt schon gesehen und auch das Gameplay. Aber was sagen sie zum Soundtrack des Spiels? Hab ich kaum mitbekommen. Der Schusseffekt ist halt geil. Krieg ist die Hölle, aber der Sound ist geil. Darf ich? Oh nein! Nein! Darf ich jetzt spielen? Ich bin hier der Filme! Das ist mein Kanal! Ich muss spielen! Also, ich traue mich jetzt mal eine Vermutung abzugeben, aber ich wette, der Krischnack wäre ein besserer Filmelf. Was? Wow, wow, wow! Wollen wir mal kurz Spielertausch machen oder so? Uncool, weil ich schaffe die Headshots. Ja. Und wir sehen hier. Lukas vor Batzex, er fordert einen Spielerwechsel. Das sind diese Freunde, die ihn nie spielen lassen. Ich will auch immer spielen. Wo du immer nur zugucken darfst, aber die geben dir nie den Controller. Ja, ja, ja. Das, genau. Das habe ich aber von meinem Bruder gelernt. Und das war früher immer so, das war dann Live-Let's Play. Ja. Darf ich mal kurz spielen, oder? Ich spiele. Wisst ihr noch, das waren Zeiten, da hat man gemeinsam auf der Couch gesessen und hat sich ein Let's Play mehr oder weniger gegeben. Das können sich viele gar nicht mehr vorstellen mittlerweile. Ja, guck mal, deine trifft jemanden sogar. Na, warte, du bist verwundet, ich hol dich da raus. Boah, bist du schwer. Ey, warum macht er das? Hey, Bro, das war krass, das war böse aus. Darf ich kurz? Ich hätte das besser gemacht. Okay. Martin,
Bereite dich auf die nächste Runde, vor Lukas spielt. Er freut sich. Er freut sich für sich. Habt ihr überhaupt einen Meter Fortschritt gemacht? Na, selbstverständlich. Hallo, Schein. Es ist ein anderer Raum als vorher. Kannst du in einer Mission so oft belebt werden, du willst? Ja. Also gibt's kein Limit. Jetzt ja. Nach 10 Mal ist vorbei. Und du verlierst doch jetzt keine Ressourcen oder irgend sowas da drin. Nee. Also da nicht, aber bei Dark Zone wäre es was anderes. Okay. Dann würdest du halt Kohle verlieren oder diese spezielle Dark Zone Währung. Okay. Wo du spezielle Waffen kaufen kannst, meistens bessere. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Gut gemacht. Mund zu beim Spielen. Ja, los, Lukas. Du sollst nicht nuscheln. Kommentiere! Also, wir sehen hier jetzt schon, Lukas von Batzex stellt sich besser an. Er ist so inner, der einfach nicht mehr reden kann, wenn er spielt. Und er auch gar nicht mehr zuhört. Er ist jetzt in dem Spiel drinnen. Was geschieht? Weißt du, der ich laber wie ein Wasserfall währenddessen, ist er gut, aber er hält die Schnauze. Ja. Oder er verlässt sich einfach gerade drauf, dass wir einfach genug reden für ihn. Das auch. Wie werfe ich nochmal eine Granate? Steuerkreuz links. Bei der Zombie-Apokalypse. Wie werfe ich nochmal eine Granate? Das ist Heilzeug. Heilzeug. Oh, hallo. Sauber, mein Freund. Headshot, Alter. Sauber, pur. So, die Aufnahme ist gleich vorbei. Noch irgendwelche abschließenden Worte? Ich hasse euch. Lukas von Batzex. Ich bin gerade ein bisschen drin, tut mir leid. Chris Schnack. Ich liebe euch alle. Nie wieder Film. Und ich habe euch natürlich auch lieb. Also, ciao. Lass mich pissen gehen. Ja, übrigens, ich habe vor einer halben Stunde oder so, hätte Moft angekommen. Hätte sollen kommen. 20 Minuten, ich habe gerade auf die Uhr geguckt.